Hallo, ihr süßen Mäuse und herzlich willkommen zu einer neuen Sparwoche. Wir haben die dritte Oktoberwoche und es soll fleißig gespart werden. Ich habe hier in meinem Journal die Challenges alle drin stehen, inklusive der vergessenen Mandala Challenge, die wir heute alle besparen wollen. Und tatsächlich möchte ich, glaube ich, heute das schaffen, dass überall ein bisschen was reinkommt. Also seid gespannt. Das lege ich mir hier so ein bisschen an die Seite, glaube ich. Ja, vielleicht so ein bisschen hier an die Seite. Genau. Und wir haben heute zur Verfügung folgendes Geld. Diese 10. Dann haben wir 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 25, 26, 27, 28,50 Euro, die wir diese Woche versparen können. Ein bisschen was davon war übergeblieben. Ich glaube, in Woche 4 im September, da hatte ich ja so viel Geld zum Versparen, glaube ich, habe ich ein bisschen was übergelassen und das habe ich jetzt für heute genommen. Ein bisschen was ist aber auch, weil ich in der Woche, glaube ich, auch bei den Geschenken richtig viel über hatte. Das habe ich jetzt ein bisschen umgemodelt, weil ich noch ein bisschen Geld brauchte in dem aktuellen variable Kostenbinder. Und dann habe ich hier ein bisschen, ich glaube, ein Zehner war es tatsächlich, habe ich mir genommen und habe den hier mit zugepackt. Nur, dass ihr wisst, wo das Geld jetzt herkommt. Ich habe hier einen Cent zum Rubbeln, weil meine Rubbelhilfe immer noch nicht da ist. Würfel habe ich mir bereitgelegt. Kleingeldglas brauchen wir heute auch tatsächlich. Und ich hoffe, ich habe jetzt alles da. Wir haben vom letzten Mal Pfand wegbringen. Das war ja voll, das Ganze. Und da haben wir ein paar Centstücke über. Also ich habe alles, was ein bisschen größer war, in meinen Spartopf gepackt, aber dieses halt nicht. Und das kommt heute in die Kleingeldsammlung. Das haben wir auf jeden Fall. Und dann habe ich mein Binder so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe jetzt zwei Binder fürs Sparen erstmal. Also für die wöchentlichen Sparspiele. Und zwar habe ich hier einmal den allgemeinen Binder. Mit dem fangen wir auch gleich an, wo so ein bisschen die allgemeineren Sachen drin sind. Und die richtigen schönen Sachen sind dann hier drin. Genau. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal durch und haben hier als allererstes das Pfandtürmchen. Und das Pfandtürmchen könnt ihr ab sofort auch in meinem Online-Shop, also in meinem Etsy-Shop, bekommen. Das habe ich nämlich selber gemacht und ja, hat abgerundete Ecken, sieht ganz niedlich aus. Ich habe aber keinen Pfand abgegeben in der letzten Woche. Was bedeutet, dass das Pfandtürmchen einfach, upsala, und da schnappen wir uns den hier mal wieder, dass das Pfandtürmchen einfach nichts hat. Tatsächlich habe ich nichts abgegeben. Ich habe ein bisschen Pfand, das sieht schon wieder so traurig aus, ne? Ich habe ein bisschen Pfand, aber den gebe ich erst in der nächsten Woche ab. Genau. Also starten wir mit dem Spülbär. Der Spülbär, den gibt es auch ab sofort in meinem Etsy-Shop. Allerdings gibt es den in einer etwas veränderten Variante. Die Tassen sind da ein bisschen kleiner, dass einfach mehr auf die Seite passt. Fand ich irgendwie für euch ein bisschen praktischer und werde ich als nächstes dann auch so nutzen. Ich habe jetzt aber den erstmal gehabt und deswegen, ja. Der ist auch noch nicht mit abgerundeten Ecken, sondern der ist noch ganz normal und wie gesagt mit großen Tassen. Aber so ähnlich findet ihr den in meinem Etsy-Shop, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und beim Spülbären ist es so, dass ich fünfmal diese Woche den Geschirrspüler anhatte. Tatsächlich. Weil ich einfach ja, viel zum Spülen hatte. Deswegen schnappen wir uns hier einfach mal einen Stift und fangen an, das Ganze auszumalen. Ich habe halt auch ein bisschen andere Stifte als beim letzten Mal. Oder die letzten Male, einfach weil ich hoffe, dass es ein bisschen besser klappt. Aber ich merke schon, ich habe einfach, ich habe einfach immer Pech mit meinen Stiften. Ich schnappe mir immer die, die nicht mehr so gut malen. Ich bin, wie ihr wisst, nicht so der Ausmalprofi, wie mir scheint. Ich liebe ja Mandala malen und so, ne? Aber vielleicht ist es auch der Winkel, in dem ich hier gerade hänge. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich muss es mal so ein bisschen auf die Seite drehen. Dann klappt es vielleicht besser. Genau, 5 Stück werden es insgesamt. Wie oft schmeißt ihr den Geschirrspüler in der Woche an? Und wie viele Personen seid ihr? Oder seid ihr Team Abwasch? Das finde ich grausam.
Also dem Abwasch bin ich absolut gar nicht. Also ich wasche auch einige Sachen mal ab, so also Holzbretter, bestimmte Messer und so, aber ne. Sonst gar nicht. Also fünfmal. Und da nehme ich mir das Geld ja immer hier aus meinem kleinen Fach. Da kommen ja jeweils 20 Cent rein. Da würde ich sagen, ich nehme mal 60 Cent von hier und 40 Cent von hier. Gut. So. Dann wird das Ganze nämlich nach und nach auch irgendwann mal ein bisschen leerer. Ich hatte den am Anfang relativ voll gemacht. Und ich brauche da gar nicht so super viel Kleingeld drin. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn das nicht ganz so voll ist. Genau. Und dann packen wir das hier rein und dann haben wir da nochmal wieder einen Euro mehr drin. Wie gesagt, bei dieser Challenge geht es bei mir halt einfach in so richtig, richtig kleinen Schritten voran. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Noch finde ich sie gut. Kann auch sein, dass ich irgendwann sage, das nervt mich ein bisschen mit einem Spüler, mit einer Spüler-Challenge, dass ich die irgendwann rausnehme. Aber im Moment finde ich es noch in Ordnung. Bei der Waschmaschine fand ich es ein bisschen nervig, weil ich echt oft wasche. Und da hatte ich, glaube ich, 50 Cent oder sogar 1 Euro oder so beim letzten Mal. Also ich musste da mal sehr viel Geld reinschmeißen. Das war immer ein bisschen blöd. Ja, dann haben wir als nächstes hier die Kleingeldsammlung drin. Und da schauen wir einfach mal hier in unseren Umschlag vom letzten Mal, was wir denn eigentlich an Kleingeld haben. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Also wir haben 4 mal 20 Cent, sind 80, plus 2 mal 5, plus 3 mal 1, sind 93 Cent. Die notiere ich mir hier hinten mal eben. So, ich habe das jetzt mal hier hinten liegen lassen. 93. So, wir haben beim letzten Mal, glaube ich, schon gemerkt, dass hier ein bisschen wenig Punkte sind bei meiner Kleingeldsammlung. Also für mich, das ist vielleicht hilfreich, wenn man mehrere davon hat. Genau, die 1 Cent haben wir dann auch bald voll. Dann haben wir noch 2x 5 Cent. Und 3x, nee, 4x 20 Cent. Die male ich hier unten einfach weiter. So, ich würde noch ein bisschen warten, bis ich die anderen hier auch voll habe. Und dann wechsle ich und mache ein neues Deckblatt rein. So habe ich gedacht, mache ich das. Ist ja auch nicht weiter dramatisch, wirklich. Wenn das da unten so ein bisschen übersteht, ne? Also das finde ich persönlich nicht so schlimm. Genau. Ich weiß auch nicht, ist das was, was Sinn macht? Also ich habe jetzt neulich bei Etsy was richtig Cooles gesehen, was ich mir, glaube ich, auch bestellen werde. Was so ein bisschen mit Malen ist und wo man so ein bisschen Spaß dran hat, aber das finde ich ein bisschen überflüssig auch, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie auch ganz süß, weil man kann es halt auch voll machen. Gibt es auch in meinem Shop übrigens, aber ich weiß nicht, ob ich da ja, irgendwann nochmal was anderes machen werde. Genau, hier kommt jetzt das ganze Geld rein. Und bei diesem Glas ist es auch so, sobald das voll ist, werde ich mir das umtauschen. Ein bisschen größeres Geld und dann kommt das in einen Spartopf. Ne? So, dann habe ich mir hier in diesem Binder noch angelegt, einmal die Einnahmen, die ich mit Vinted hatte. Da kann ich euch kurz sagen, seit dem letzten Mal sind wir jetzt bei dem Stand von 9,95 €. Das ist gut, aber noch nicht gut genug. Also bis zum nächsten Mal Vinted. Und das ist ja immer die, oh, lass mich lügen, die erste Woche oder die zweite Woche? Müssen wir mal kurz reinschauen. Die zweite Woche. Bis zur zweiten Woche im November muss da auf jeden Fall noch einiges zusammenkommen. Genau, und meine Etsy-Einnahmen will ich hier jetzt monatlich auch gerne reinpacken. Da habe ich diesen Monat knapp 70 €, falls das jemanden interessiert. Nur so. By the way, genau, aber da mache ich im Moment nichts mit dem Thema Etsy. Das lasse ich einfach auf dem Konto. Genau, dann starten wir jetzt mal in unseren schönen Spielebinder. Habe ich richtig Bock drauf. Und wir schauen mal, was uns da heute erwartet. Wir haben die Bonbon-Glas-Challenge. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich auch heute wieder nur 2 € reinstecke. Wir haben 2x 5 € noch. Die hebe ich mir noch ein kleines bisschen auf für einen Tag, wo ich richtig schön viel Geld habe. Ansonsten mache ich bis dahin erstmal mit den 2-Euro-Dingern weiter. Und ich meine, dass mir einer von euch gesagt hat,
dass ich da beim letzten Mal kein Geld reingesteckt habe. Ich würde aber sagen, ich belasse es erstmal dabei und gucke dann im Nachgang und muss im Nachgang dann halt noch was dazu packen, wenn was fehlt. So mache ich es, glaube ich. Weil es kann wahrscheinlich immer mal passieren, dass ich irgendwo was vergesse oder so. Aber ich finde es super lieb, dass ihr mich darauf hinweist. Das finde ich total gut. Also ich habe jetzt die 2 Euro schon reingepackt. Und dann malen wir hier mal einen 2-Euro-Bonbon aus. Mir ist neulich auch aufgefallen, dass ich ja diese restliche Verpackung gar nicht ausmale von diesem Bonbonglas. Ist das schlimm? Sollte ich das tun? Naja. Ich glaube, so ist es auch in Ordnung. So. Da haben wir dann 2 Euro im Bonbonglas. Genau, ich habe diesen Monat auch, ja, ich habe bisher nur 2 Euro immer reingepackt. So, dann haben wir als nächstes die Wunscherfüller-Challenge. Da wisst ihr ja, spare ich auf einen Sugar Shape BH und hoffe auf einen Black Friday Sale. Und deswegen ja, muss das bis Black Friday fertig sein. Und ich habe beschlossen, dass da heute mal wieder 8 Euro reinkommen. Ich weiß noch nicht genau, wie es nächste Woche wird, ob ich nächste Woche super viel überhaben werde oder nicht. Noch sieht es ganz gut aus, aber wer weiß, kann sich ja alles ändern. Nächste Woche packen wir ja den Rest von den variablen Kosten hier rein. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute machen wir das mal so und malen hier mal wieder ein 8-Euro-Herz aus. Und dann haben wir halt auch nur noch eins über. Und dann, ja, ich sag mal so, je eher diese Challenge hier rauskommt, desto eher kann halt auch eine andere Challenge hier reinkommen. Na, so muss man das halt auch immer sehen. So, und jetzt haben wir halt nur noch ein Herz. Und das macht mich auch total glücklich, dass diese Challenge bald abgeschlossen ist. Finde ich total gut. So, 2 raus, 10 rein. 8 Euro ist halt auch für das Budget, was ich habe, immer eine relativ hohe Summe. Ne? Deswegen, ja, bin ich ganz froh, wenn das ein Ende hat. Aber freue mich auch wahnsinnig darauf, mir endlich diesen ollen BH zu kaufen. Also wirklich. Und wehe, der ist dann ausverkauft, dann ist aber was los. So, dann haben wir den Würfelzauber. Und auch da werden wir heute wieder spielen. Ich möchte unbedingt bis zum Ende des Jahres diese Würfel-Challenge hier fertig haben, aber ich habe einfach noch so viel vor mir. Also, ja. Wir schauen mal. Wir würfeln mit einem 6er-Würfel, wie ich das eigentlich fast immer mache, und werfen ihn in unser wunderschönes Türmchen. Eine 5, natürlich. Natürlich. Ja. Wir nehmen mal diesen hier. Oder ist noch einer fertiger? Na, der könnte. Na, wir nehmen diesen hier. So. Das war mir fast klar, dass das heute eine 5 wird. Ich habe im Vorfeld mir schon mal Gedanken gemacht, muss ich euch gestehen. Ich gucke immer vorher einmal rein und überlege, passt das so? Und ich habe die Reihenfolge in meinem Bein da auch so ein bisschen geändert. Meine ich zumindest. Und so nach dem Motto, passt das so? Und was ist das Höchste, was hier vielleicht rein muss? Ja. So habe ich das gedanklich schon mal durchgespielt. Also 5 Euro kommt hier heute rein. Ich meine, ist ja auch schön, ne? Wenn die Fünfer schon alle weg sind. Wie viel haben wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben trotzdem noch 5 Fünfer. Toll. Kann trotzdem doch immer wieder passieren. Aber gut. Da soll ja auch die Knete zusammenkommen. Da ist, glaube ich, auch schon ordentlich was drin. Kann ich mal ganz kurz einen schnellen Blick werfen, nur ungefähr 27, 30, 40, 50, 55, ja, 60 Euro oder was sind da schon drin, also die Hälfte ungefähr. Ja, das ist gut. So, dann haben wir hier diese kleine Thank You Challenge von Kaffee und Quatsch, die ich als Dankeschön zur Bestellung bekommen hatte. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich heute die 3 abstreiche. Ich würde auch so gerne rubbeln, aber ich glaube, ich mache das nächste Woche, wo ich, wie gesagt, hoffentlich etwas mehr Geld zur Verfügung habe. Und dann werde ich dann nächste Woche mal rubbeln. Weil natürlich, es kann vielleicht auch eine 1 und eine 3 sein, aber vielleicht kann es auch eine 7 und eine 9 sein oder sowas Wildes. Und deswegen, ja, streiche ich hier heute einfach mal die 3 ab. Und dann gucken wir mal weiter. Ich fand es hier ein bisschen schwachsinnig zu würfeln, weil, ja, weiß ich nicht. Da musst du halt 5-mal würfeln, wenn du dann doch was anderes hast, als da, was da draufsteht oder so. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich da einfach immer was abstreiche. So, genau. Dann kommt hier einmal
3 Euro hin. Upsala, ein bisschen verwuschelt hier. Ich hoffe nicht zu doll. Dann haben wir als nächstes die Happy Birthday Karte. Und ich glaube, es läuft ganz gut zeitlich. Ich will ja bis zu meinem Geburtstag damit fertig sein. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich mir davon holen soll, weil ich kaufe mir ja nicht selber ein Geburtstagsgeschenk. Und das, was ich geplant hatte, habe ich jetzt aber schon anders organisiert und jetzt bin ich so ein bisschen, was mache ich eigentlich mit dem Geld? Also vielleicht wandert das auch in den Spartopf. Muss ich mal schauen. Aber haben ist besser als brauchen. Und ich hatte mir vorgenommen, dass wir auch hier würfeln. Oder? Was haben wir denn? Hier haben wir noch 2. Das machen wir heute auf gar keinen Fall. Hier haben wir noch 3. Auch 3. Und hier haben wir noch 4. Ja, dann müssen wir heute würfeln. Na, dann machen wir das. Achtung, fertig und... Natürlich. 6 Euro haben wir heute. Juhu! genau, 6 Euro, das sind dann 53. Auch eine schöne Summe, die hier zusammenkommt. So. 1, 2, 3. So, okay, wir haben einfach nur noch 4,50 Euro. Ah, ich habe immer nicht so super viel Budget, aber es ist nicht schlimm. Es ist nicht, es ist okay. Achso, wir müssen das ja noch hier eintragen. Es ist in Ordnung. So. Wir haben ja bei der Herbststimmung Challenge auch noch kleinere Sachen. Und ich glaube, ich muss kurz überlegen. Ja, ich glaube, wir machen das so, dass wir hier heute eine 2 abstreichen. Dann gehen wir hier einmal so quer rum. 3 Zweien haben wir sogar noch. Also ja, ich finde es ganz cool. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich das so gemacht habe, dass man auch immer so kleine Felder hat. Und ja, dann machen wir hier heute die 2. Haben da 47 Euro drin. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen was auch für die Etsy Shopping Challenge. Ich mache es mal so. Hier kommen die 2 rein. Genau, die will ich nämlich gleich auch auf jeden Fall nochmal machen, weil ich natürlich super viele Sachen schon wieder in meinem Warenkorb habe bei Etsy. Ach, es ist einfach schlimm mit mir. Wirklich schlimm. Und deswegen muss hier auf jeden Fall jedes Mal ein 2 Euro Stück rein. Es muss einfach sein. Wenn ich mehr habe, gerne auch mehr, damit ich endlich das kaufen kann. Weil ich habe mir geschworen, dass ich einfach das nicht bestelle, bis ich nicht diesen Kram hier voll habe. Was total nervtönt ist. Weil ich das einfach super gern hätte. Aber ja, das habe ich schon neulich überlegt, wenn ich hier zum Beispiel 5 voll habe, ob ich dann im Wert von 10 Euro mir schon was bestellen darf. Aber das ist doch blöd, oder? Wobei, die Frage ist, wenn am Ende kommen hier ja 32 Euro raus. Ne? Ich habe ja gesagt, jede Tasche ist 2 Euro wert, dann kommt 32 raus. Und jetzt ist halt irgendwie die Frage, ob ich dann wirklich für 32 Euro was bei Etsy bestellen würde. Oder ob ich vielleicht dann doch zwischendurch immer was rausnehme. Ich weiß es noch nicht. Meine lieben Freunde, das ist ein bisschen schwierig. Ein bisschen. Aber gut, wir haben jetzt sowieso auch erst 8 Euro hier drin, also noch brauchen wir da gar nicht drüber reden. Deswegen, ja. Ich glaube, das, was ich im Warenkorb habe, weiß ich gar nicht. Ich kann gucken, Freunde, ich kann gucken, was drin ist. Oh, tatsächlich, mit Versand 10,60 Euro. Also, es fehlen mir noch 60 Cent. Nee, ach Quatsch, ich habe erst 8 Euro drin. Es fehlen noch 2,60 Euro. Also... Guck mal, ich habe hier vergessen zu tracken. Die kann man auf der Rückseite auch tracken. Was haben wir denn heute? Den 18.10. Wieder 2 Euro. Ja, so kommt man halt auch nicht voran irgendwie, ne? Aber gut. Auch Kleinvieh macht Mist. Wissen wir ja. Dann schreiben wir das hier noch auf. Und bei Mandala kann ich auch schon mal...
50 Cent hinschreiben. Oder habe ich letzte Woche gar nichts hingeschrieben? Habe ich nichts gemacht, wa? Habe ich nichts gemacht? Nee. Ich bin mal eben kurz nachgetragen für letzte Woche. Genau, und jetzt schreibe ich bei Mandala 50 Cent hin, einfach weil ich habe nur noch 50 Cent. Ich wollte eigentlich was freirubbeln, deswegen habe ich mir den Cent hingelegt, aber das hatte sich dann ja irgendwie erübrigt. Genau, bei Mandala kommen dann die restlichen 50 Cent rein, einfach damit es da auch langsam ein bisschen vorangeht und weil ich da halt immer so die Reste reinpacke. Genau. Und mein Bruder oder irgendjemand fragte, warum ich nicht bestimmte Beträge in einer Farbe gemacht habe. Das war ein bisschen dumm, weil jetzt ist hier irgendwie alles ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Es wird jetzt wahrscheinlich einfach komplett rot, aber gut. Dem ist dann so. So, einmal 50 Cent, bisschen Weighdown. Und dann können wir das hier hinten auch aufschreiben. Ich weiß gar nicht, was hier insgesamt zusammenkommen kann. Oh, 135 Euro. Krass. Na gut, da sind ganz viele 5-Euro-Dinger auch bei, ne? Das wird dauern, bis ich da einen Taler für über habe, aber... Ach so, das Geld muss da ja noch rein. Haha. Ja. So sieht es aus, meine lieben Freunde. Damit sind wir fertig für heute, für diese Woche. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich muss hier auch mal Kleingeld rausnehmen, glaube ich. Das ist ein bisschen dick. Ich freue mich auf die nächste Woche. Nächste Woche werden wir die Sugar Shape Sache abschließen. Juhu! Und ich hoffe, dass ich nächste Woche ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habe, sodass wir auch ordentlich was überall reinpacken können, dass wir hier vielleicht zweimal würfeln können. Und ja, drückt mir die Daumen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine schöne Sparwoche und auch generell bleibt gesund, bleibt gut gelaunt und bis dann. Tschüss!